Hey Daniel, danke nochmal für deine Hilfe heute. Nicht dafür. Das Video, das wir letztes Mal zusammen aufgenommen haben, hat vielen Leuten gut gefallen. Ich habe schon alle Kommentare angelesen und viele fanden besonders deine Stimme sehr gut. Ach, das freut mich zu hören. Vielen Dank für das Kompliment. So, und welche Fragen hast du dieses Mal mitgebracht? Heutiges Thema sind die Klischees über Deutschland und Deutsche. Es gibt natürlich viele doofe Fragen. Kannst du trotzdem mit mir drüber sprechen? Ich kann mir schon fast denken, was das für Fragen sind. Nun gut, fangen wir an. Also, alle Deutschen fahren Mercedes. Wieso nur Mercedes? Es gibt noch Audi, BMW, Porsche, Volkswagen und so weiter und so fort. Ja, und es gibt japanische Autohersteller wie Toyota und Mazda, aber auch viele weitere ausländische Marken wie Ford, Chrysler, Fiat, Ferrari, ja, genau, oder französische Hersteller wie Peugeot, Citroën, dann der Schwede Volvo, Jeep und natürlich auch Koreaner wie Hyundai und Kia. Ja, das stimmt. Dann welches Auto fahren Deutsche am meisten? Ich vermute Volkswagen. Jojo, ich habe heute ungefähr 20 Golf gesehen. Alle Deutschen sind große Fans von Fußball. Richtig, oder? Ich würde sagen, viele, schon recht viele, aber nicht alle. Aber dieses Jahr hat Deutschland verloren. Das stimmt. Dieses Jahr war kein gutes für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Aber die Koreaner haben auch verdient gesiegt, weil die Mannschaft auf dem Fußballfeld klar die bessere war. Kennst du denn vielleicht Chabum? Es ist Natürlich ein. kenne ich Chabum. Jeder Fußballfan kennt ihn. Er ist eine Legende. Echt, Alter? Dann noch andere Fußballer auch? Ich glaube, Ji-Sung Park ist auch Koreaner. Und Son, der in Hamburg und in Leverkusen der deutschen Bundesliga gespielt hat. Also ein Kumpel von mir hat gehofft, dass Son in Hamburg bleibt. Ja, das wäre wirklich schön gewesen, dann hätten wir ihn jede Woche in der Fußball-Bundesliga gesehen. Aber für die Karriere von Son war es die bessere Entscheidung, in die Premier League nach England zu wechseln. Also, die Deutschen sind pünktlich. Ja, da gebe ich dir recht, aber es trifft nicht auf die Deutsche Bahn zu. Die ist immer unpünktlich. Ja, der Zug verspürt mega oft. Ich finde das irgendwie, was jeden Tag passiert. Ja, ich erlebe das auch tagtäglich. Die Deutschen sind groß. Du bist auch größer als ich. Bist du fast 2 Meter oder so? Ja, fast. Ich bin 1,90 Meter groß, aber auch nicht jeder ist so groß wie ich. Es gibt auch viele kleinere Leute. Die Deutschen essen immer Wurst und trinken Bier. Es ist echt quasi ein typisches Klischee. Es ist aber sehr lecker, oder? Das stimmt. Aber auch wenn es sehr lecker ist, wir essen es auch nicht immer. Deutschen sind Rassisten. Mann, ich denke nicht so. Da bin ich ganz deiner Meinung. Klar, es gibt einige Rassisten im Land, leider. Aber das ist eine kleine Minderheit. Hattest du denn etwa schlechte Erfahrungen gemacht mit Rassisten in Deutschland? Ja, ich habe schon ein paar Mal rassistische Leute getroffen, seit ich hier in Deutschland wohne. Aber es war meistens nicht Deutsche, sondern Leute von anderen Ländern eigentlich. Ach so, verstehe. Deutschland hat schlecht Verhältnis mit anderen Ländern. Ich höre, es ist ein politisches Thema. Wir könnten uns darüber mehr als 5 Stunden unterhalten, oder? Ja, in der Tat. Und weil es so ein komplexes Thema ist, kann ich nicht so spontan in wenigen Sätzen die Frage beantworten. Deutsche Frauen sind dominant. Mann, was für ein Klischee. Es gibt vielleicht quasi stark dominante, brutale Klischee über Deutschland. Wegen Preußen? Und wieso nur Frauen? Mann. Es gibt auch ein Klischee in Deutschland über asiatische Frauen, dass sie beispielsweise schüchtern sind. Diese Vorurteile über deutsche und asiatische Frauen sind vollkommen falsch, finde ich. Der Fehler liegt ja schon darin, dass man zwischen Frauen und Männern unterscheidet. Alter, du hast
absolut recht. Deutschen sind langweilig. Es ist auch sehr bekanntes Klischee, finde ich. Das ist mir so nicht bekannt. Findest du mich etwa langweilig? Nein, ich würde sagen, dass deutscher Humor nicht gut zum Humor von anderen Ländern passt. Also ich finde, dass die meisten irgendwie einen sehr sarkastischen Humor mögen. Und das Timing ist ein bisschen anders. Also zum Beispiel eine sehr lustige Situation. Meine Freunde sind sehr ernst und eine sehr ernste Situation macht ihnen Spaß. Also allgemein Gefühl würde ich sagen, dass Deutsche nicht langweilig sind. Und du bist auch sehr humorvoll. Ach, das ist ganz lieb von dir, danke. Jo, das war's. Wie fandest du heute? Ich denke, man muss sehr vorsichtig sein mit Vorurteilen. Deshalb hoffe ich, dass viele deiner Zuschauer nach diesem Video nochmal über Klischees nachdenken. Wow, ich danke dir nochmal. Dann bis bald, ja? Ja, bis bald.